So, und da sind wir auch wieder bei Deponia Doomsday und wir kommen immer noch nicht wirklich in den Sauna-Bereich hier rein. Ich dachte eigentlich, dass ich hier jetzt ganz ordentlich reinkomme. Die Sauna ist geschlossen. Übrigens, habe ich mir nur für euch eine Maus mit Klickarmgeräuschen gehört, damit ihr jetzt nicht immer diese Klickgeräusche im Hintergrund habt. Ich hoffe, das kommt auch einigermaßen cool darüber. Dann hört man nicht immer diese ständige Klicke-Klick im Hintergrund. Also. Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen. Soll ich ihm mal den Clown hochschicken oder was? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeit... Ach so. Wenn ich da keine Karte eingelegt habe, dann kommt der auch nicht. Wir testen das mal gerade. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Warte mal, wenn wir jetzt hier den Clown vielleicht da reinpacken und ihm den Clown hochschicken, vielleicht ist er dann zufrieden. Aber ich hätte ihn halt schon gern abgeschlachtet irgendwie mit diesem anderen Vieh. Nein, das ist die falsche. Nein. Gib mir die wieder und wir nehmen die hier. So, rein damit, ne? Es ist nur ein Experiment jetzt. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das hinhaut. So, jetzt geht der Clown hoch. Aber ob das jetzt besser ist? Na? Es ist so schwer, gute Arbeitskräfte zu erfinden. Und? Jetzt alles zu deiner Zufriedenheit? Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Hä? So, ist doch lustig. Lustig? Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Hab ich doch. Ist doch da. Was will er denn eigentlich? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist das maybe einfach ein Fehler? Weil wenn ich jetzt hier den anderen das Monster reinschiebe, dann ist er wieder, dann meckert er wieder, was soll denn das für ein Clown sein? Also denke ich mal schon, dass hier eigentlich der Clown hin muss. Oder ich habe wirklich irgendwas Wichtiges vergessen, aber wenn die Bediensteten alle solche Monster sind... Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe meinen Pup. Ja, also... Wie jetzt? Was für... Ich glaube, hier muss schon der Clown rein. Und da unten muss schon dieses Vieh rein. Also ich kann es mir anders nicht erklären, liebe Leute, ganz ehrlich. Oder habe ich irgendwas falsch manipuliert und ich muss das ihn noch ändern, den Gencode von dem Monster noch ändern? Ich bin jetzt hier nochmal in dem Generator. Das sind jetzt noch die zwei, die ich übrig habe, für das Monster und für den Clown. Jetzt kann ich natürlich den Clown auch irgendwie verändern, sodass wir daraus vielleicht ein böses, fieses Monster kriegen. Ich weiß jetzt auch nicht. Also, was fehlt denn daran? Dann darf das nicht schuppig sein am besten, oder? Das ist schuppig. Groß und farbenfroh. Dann ist das ein Clown... Und das ein Mann, aber der hat keine Schuppen. Ich habe keine Ahnung, Leute, ob das hinhaut. Gott. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen rumprobieren, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was genau. Er will auf jeden Fall was Buntes haben. Ist das die richtige Datasette? Wir könnten es auch beschriften irgendwie, ne? Was soll denn das für ein Clown sein? Der okay, ist okay. Ich fühle. Ja, du kriegst den Clown. Wie jetzt? Moment, raus. Ruhig. Nicht aufregen. Hier, jetzt pass mal auf. Mal schauen, ob ihm der Clown passt. Bravo! Großartig! Okay. Ich wusste, dabei habe ich... Gut, und jetzt versuchen wir mal das andere Ding in den Keller zu packen. Es ist halt schon ein bisschen... Ich dachte eigentlich, dass das Monster ziemlich perfekt gewesen wäre. So, schauen wir mal da rein. Und schicken das mal nach oben. Weil es ja schon eher menschlich ist. Naja,
sonderlich menschlich ist es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Scheint mir unverändert zu sein. Ja. Und? Jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Ach so. Ja, warte mal. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Und wir müssen ihm auf jeden Fall Menschenhände geben. Aber böse. Oder so. Warte mal, komm. So, hier. Lass nochmal probieren. Jetzt gehen wir da nochmal hoch und gucken uns das nochmal an. Jetzt nehmen wir den hier nochmal raus. Obwohl dem eigentlich auch gepasst hat. Also an dem fehlt es jetzt nicht. Jetzt ist die Show. Was für. Ruhig. Also an dem Clown, glaube ich, liegt's nicht. Jetzt gucken wir nochmal, was wir da haben. Okay, was haben wir hier noch? Also ich meine, dass es irgendwas hier sein muss, einfach. Was haben wir jetzt hier? Da haben wir Hände. Da haben wir Krallen. Ja, aber da kommen wir ja dann genau wieder da rein. Statur menschlich. Und bunt. Da ist der Clown gelb. Ja, ich weiß nicht, irgendeine Kombination muss ja auf jeden Fall richtig sein. Über die Schuppen hat er sich ja aufgeregt, der Masseur. Ich habe keine Ahnung. Er wollte aber doch einen bunten Clown. Der habe ich das jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal eine andere Kombination ist. Da müsst ihr euch merken, also falls ihr das auch spielt, was ich hier für eine Kombination genommen habe. Falls ihr jetzt hinhaut, ich habe nämlich nicht aufgepasst, so genau. Aha. Bravo, da kam. Ich wusste. Okay, also mit dem Clown scheint er immer zufrieden sein, solange er bunt ist. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier jetzt für einen Computer gern für ein Monster gebaut haben. Also fies muss es auf jeden Fall sein. Großen Körper. Aber menschlich. Irgendwie. Nee. Aha. Ja, ich hab keine Ahnung. Müssen wir wohl rumprobieren. So, na? Ich weiß auch nicht. Und? Jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wegen. Schau dir mal, wie Lust. Er ist viel zu groß. Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu... Es ist zu groß. Tja, und wenn wir... Irgendwas scheint hier noch nicht ganz zu passen, Leute. Jetzt ist was für ein... Ich probiere nochmal rum und dann ich werde euch gleich... ich schneide das, weil das... Glaube ich, langweilt euch ein bisschen, wenn ihr hier zusehen müsst, wie ich hier an diesem Drecksrätsel verzweifle. Aber es muss doch. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Weil jetzt passen ihm die Hände noch nicht. Die sind viel zu groß. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, wir müssen an dem hier nochmal was wegnehmen. Und zwar die Hände. Ich glaube, wir müssen bei dem Tier nochmal die Hände rausnehmen. Weil wir die, glaube ich, die Pfoten schon fürs Massieren brauchen.
Pass auf. Hier, so. Weil die Hände scheinen bei ihm keine Rolle zu spielen, damit er das Tier knuddelig findet. So, jetzt pass auf. Dann kriegt er hier die Pfoten. Und jetzt haben wir hier noch. Nee, das ist das Falsche. Hier, da, 2. Jetzt haben wir nochmal Pfoten. Okay, er hat Hände. Brauchen wir jetzt zu Masur-Hände? Hände? Und das ist ein fröhlicher Clown, weil ein Clown ist fröhlich. Der hat die Schuppen, weil das ist okay, weil der Masseur darf nicht schuppig sein. Und die Statur. Die Statur muss so sein, weil ihm ist der zu groß, der Masseur, sagt er. Also nehmen wir das für ihn, weil beim Clown ist es wurscht, wie groß er ist. Und der Clown muss bunt sein. Okay, probieren wir es nochmal. Also, Datasette 3 ist die für ihn hier. Hoffe ich. Nein. Oh, ein Streich? Okay, weg damit. Das ist ja viel zu so kann. Schon mal aufgefallen, was passiert? Da tropft immer Blut runter. Das heißt, die werden einfach zermatscht. Die Alten, die Klone werden einfach zermatscht. Das ist einfach nur krank. Genau, das ist ein... Ja, das will er. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Das nimmt er ja und das möchte er auch haben. Das ist okay. Das ist in Ordnung, ja. So, jetzt der Clown, okay? Der Clown war das hier. Da darf er eigentlich auch nicht unzufrieden sein, weil er ist bunt und er ist freundlich. Aber er hat jetzt andere Hände. Er hat jetzt Tatzen. So, und jetzt schauen wir nochmal runter, weil jetzt ist er... Er ist nicht so groß. Er ist nicht schuppig. Und der hat halt Krallen zu massieren. Oder halt auch nicht. Eieieiei. Aha, okay, Tatzen. Ich bin ja gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ah! Was ist denn hier passiert? Hallo? Oh mein Gott, ich habe ein Monster gezüchtet. Ja, endlich. Hallo? Komisch, alle weg. Ich denke, das hat funktioniert. Und ich wette, jetzt kommen wir auch hier rein. Wollen wir gucken nochmal zum Streichel zu. Andy, wir gucken nochmal hier zur Bar. Oh, wie schaut's denn hier aus, ey? Oha. Ja, da der Clown ist wohl auch weg. Jetzt schauen wir hier rein. Endlich. Jemand zu Hause? Endlich. Nein. Verschwinde! Also merkt es euch, was wir gemacht haben. Doch. Ah, da gedauert hier der hier Spaß. Versteckt ihr euch also? Nicht doch die Tür auflassen! Schnell, komm rein! Ah, da hat sich der Ältestenrat hier versteckt. Au, ist das eng! Und, so glitschig. Psst, jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Fulox! Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mich auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Chronicle. Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ich wüsste einen Weg. Ach du, sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Diese Tierchen erinnern mich sehr stark an diese fiesen Monster, die Rufus verfolgt haben im Anfangsvideo, falls ihr euch noch erinnert.
Das lässt mich ein bisschen an dem Weitergehen hier dieser Ereignisse zweifeln, was Rufus da wohl wieder angestellt hat. Gut, wir gucken uns mal, was wir so machen können. Wir können ja ein bisschen aufgießen noch, oder? Auf jeden Fall. Komm, wir gießen nochmal ein bisschen hier. Ich komm hier nicht weg. Achso, er ist eingequetscht. Okay. Aber wir müssen uns einreiben. Was soll das denn? Jo. Oh mein Gott. Ist das eckerlich. Komm, wir machen das gleich nochmal. Was soll das denn? Ist das eckerlich. Komm ich jetzt raus? Ich komm hier nicht weg. Verdammt nochmal. Ich dachte, das hilft vielleicht. Was ist mit dir? Oh mein Gott. Und nun? Ich weiß auch nicht. Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Okay, dann nochmal. Na komm. Geht das nicht mehr? Und nun? Ah, okay, alles klar. Geht nicht. Oh, ach so. Was kann ich mit der Kohle machen? Ich weiß auch nicht, was kann ich denn hier noch machen? Ah. Danke, aber meine Hände sind trocken. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Hey, findest du das lustig? Ja. Okay, Moment. Wir machen das einfach normal und dann reißt er das Ding da hinten runter. Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, sehr gut. Der Weg ist frei. Sehr gut. Nichts wie raus hier. Okay, rein da. Oh. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffelstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los! Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle! Okay. Eine Notfallkonsole. Können Sie? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Wartet, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Gut machst du das. Okay, da kann ich einfach so random hier rumfahren. Wir glauben an dich. Okay. Gibt es da irgendeine spezielle Kombination? Scheint nicht so. Komm schon! Da endlich. Okay, war jetzt nicht so schwer. Wir haben keine Zeit. Ich hab die Codes. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Oh mein Gott. Lies vor. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Sie haben mein Bein. Beeilung. Hä? Moment. Da, Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell. Hä? Okay, das war wieder der Comic, oder? Okay, jetzt sind wir wieder
Oh mein, darf ich jetzt alles nochmal machen? Ernsthaft? Kann ich hier wieder... Muss ich mir wieder den Ding mitnehmen? Komm, wir nehmen wieder hier das Teil mit. Sag mal, Die Zeit läuft ab. Vielleicht, vielleicht hat jemand noch überlebt oder so. Oder ich muss hier irgendwie... Aha. Warte mal. Ah, ich dachte, ich kann so tun, als wäre ich ihr Vater. Ja? Wer spricht da? Ah, ja, okay. Du darfst nicht. Jetzt, wenn du hat das auch nicht funktioniert, das ist immer wieder dasselbe. Aber vielleicht kann ich das jetzt irgendwie machen, oder mal? Nee. Bringt auch nichts. Und so? Kann ich mich nicht als ihr Vater ausgeben? Ah. Weil das hatte ich mich vorher nie gemacht, da habe ich mir schon die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht. Überbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fetzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Finde ich voll geil. Nennen wir das mal Plan P. P wie pur im Totfall. Verdammt, warum habe ich N schon für meine Wochenendpläne vergeudet? Ich fange schon an zu denken wie Rufus. Nennen wir das mal Plan P. Achso, okay. Verdammt. Keiner da. Nennen wir P. Ich will das verdammte Ding hier zerstören. Ich dachte, das wäre jetzt erfolgreich. Oh! Oh mein Gott. Wieso? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe echt irgendwas kaputt gemacht. Okay, wir nehmen nochmal den Helm mit. Ja. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass wir die Taste mitnehmen. Und jetzt sollten wir schnell mit Gold sprechen. Ah nein, ich habe vergessen, mit ihrem Vaterding ins Kiel. Ja. Kommt blub, 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 blub. Nennen wir das mal P wie verdammt. Ach, nein, ich hätte es. Aha. Na komm. Goal? Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Boah, pass auf. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Aha. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann, pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Und so. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los. Schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2.